wie versprochen, ihr seht, er läuft schon. Ja, ja, noch ein kleines Video über das Fahrverhalten von meinem Savage. Wir werden mal schauen, wie jetzt die neu befüllten Stoßdämpfer mit dem härteren Öl und den etwas härteren Federn, wie sich das Fahrverhalten da verhält. Wir schauen mal, mal gucken. Oh, zack, bupp, da war er wieder aus. Ja, egal, wir schauen mal, wie er fährt. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn er wieder läuft. Also eins steht auf jeden Fall schon mal fest, Leute. Er sackt nicht mehr so ein, also er knickt noch in den Kurven, wenn man bremst. Oh, wieder ein Auto. Wie gesagt, sorry, kam Auto, bin unterbrochen worden. Also er sackt in den, wenn man im eingelenkten Zustand bremst, sackt er nicht mehr so ein vorne. Und somit ist die Gefahr, dass er sich überschlägt bei eingeschlagenen Rädern, ja, auf alle Fälle wesentlich geringer. Finde ich super, ja. Also für die Straße ist dieses Ab, sag ich mal, die Abstimmung optimal, ja. Fürs Gelände geht es natürlich extrem auf Querlenker und sonstige Sachen, weil er halt auch ziemlich hart ist, ja. Da wäre es besser, wenn er weicher einfedern würde. Yeah.
ich bin einfach immer wieder fasziniert, was dieses Auto für eine Energie hat. Es ist einfach Wahnsinn. Oh. Also ganz ehrlich, Leute, den Savage ohne Wheelie Bar zu fahren, ist totaler Schwachsinn. Seht ihr das? Also die Wheelie Bar braucht ihr auf alle Fälle. Schön. Das kommt davon, wenn die Bremsen zugeht, gut funktionieren. Aua! Und der Sound, Leute, der Sound, den finde ich einfach nur geil, ja. Dafür, dass das ein stinknormaler Reso ist.
Da rollte. Ja. Also, eine Aufnahme von meinem geliebten Savage. Ups. Ja, Leute. Also, ihr habt gesehen. Also, ich finde, das Setup ist auf alle Fälle super für die Straße. Sprünge würde ich jetzt mit diesem Setup nicht machen, da die Dämpfer schon ziemlich steif und hart sind. Aber für die Straße ist das Setup absolut genial. Also ich habe gemerkt, wenn ich beim Bremsen einlenke, ansonsten wäre mir in manchen Kurven, ja, bei der Geschwindigkeit, die ich da hatte, auf alle Fälle umgefallen, weil die Dämpfer viel zu weich waren. Ihr habt ja gesehen, in den Dämpfern war ja kaum Öl drin, ja, und wenn Öl drin war, dann auch noch mit 100.000 Luftblasen. Dass die Dämpfer nichts gemacht haben, war ja klar. Ich bin eigentlich auch davon überzeugt, hätte ich einfach nur normales 600er Öl komplett, also hätte die Dämpfer mit normalem 600er Öl befüllt, ja, und hätte die grünen Federn drin gelassen, wäre das Resultat bestimmt auch schon besser gewesen, ja. Aber bestimmt nicht so gut wie jetzt mit diesem 1000er Öl. Ja, also ich finde, es ist wunderbar gelaufen. Die Hauptsache, es ist alles ganz geblieben. Ja, bis auf wieder noch ein paar Kratzer mehr in meiner Karo. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, da, ich kann ja noch mal ein bisschen näher ran. Ja, Moment, das seht ihr nicht, nein. Aber die Antenne, ja, die da so komisch hängt, ja, das ist wieder mal, ey, ich habe da erst einen neuen Antennendödel dran gemacht, ja, und auch ein neues Caption. Ja, das Caption ist mir direkt schon beim Verladen ins Auto abgeflogen, ich weiß zwar nicht warum. Ich habe es mit so einem komischen Sekundenkleber angeklebt, scheinbar hat er überhaupt nichts gebracht. Ja, aber die Antenne, ganz ehrlich, ich lasse das Scheißding weg, braucht man eigentlich bei 2,4 GHz sowieso nicht, ja. Denn so weit weg, dass ich das Auto nicht mehr sehen kann, lenke ich das sowieso nicht. Maximal 10, 20 Meter ist das Höchste und da braucht man auch kein Antennenrohr. Das ist totaler Käse. Moment, ich muss mal ausmachen. So, sorry Leute, hier fahren natürlich auf dieser Straße auch Autos hin und her. Hier hinten ist nämlich ein Tennisplatz und deswegen ist man da nicht ganz ungestört. Ja, was ich natürlich viel lieber gemacht hätte, ja, wäre mal mit dem Savage hier auf der Wiese rumzufahren. Wie gesagt, auch für den Savage ist das Gras schon wieder so hoch, man sieht das Auto kaum. Ich hatte ja da mal einen kurzen Clip gemacht im Video, ja, aber das hat absolut keinen Taug, ja, und auf der Wiese, da fährt er nur auf zwei Rädern, ja, weil er da so viel Grip hat, ja, da kriegt man ja gar keine vier Räder auf dem Boden. Ja, also, wie gesagt, ich bin mit dem Setup für die Straße, ich muss betonen, natürlich für die Straße, absolut zufrieden. Es gab andere Meinungen dazu. Ich finde, ich habe das optimal gelöst, ja, für die Straße optimal, fürs Gelände, okay, möchte ich nicht mit jemandem streiten oder so, das ist ganz klar. Fürs Gelände dürfte diese Abstimmung zu hart sein, das habe ich aber schon gesagt. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das war jetzt nochmal die Ausfahrt und eine Tankfüllung mit meinem Savage. Ich kann nur eins dazu sagen, egal wie es ist oder was es ist, ganz ehrlich, ja, die HPI-Autos, sie lassen mich nicht im Stich, ja. Das sind die Autos, die auch immer laufen, die auch immer anspringen, die keine Mucken machen, ja. Also ganz ehrlich, es soll jetzt nicht heißen, dass HPI hier die Marke ist und kauft euch alle HPI. Das ist absolut nicht meine Devise und auch nicht die Meinung, die ich vertrete. Aber wie gesagt, die Autos, ja, da macht man Sprit rein, drückt den Sprit in den Vergaser, ja, hinten Rotorstarter drauf oder Seilzug, 3, 4, 5 Mal gezogen und das Ding ist da, ja. Super Sache, ja. Um Gottes Willen nicht falsch verstehen, ich möchte hier kein anderes Modell oder so benachteiligen oder schlecht machen, ja, aber meine persönliche Meinung ist, HPI, ja, ist zwar schweineteuer und bis ihr wirklich mit dem Ding zufrieden seid, so wie ihr ihn haben wollt, müsst ihr, wie gesagt, was weiß ich, je nachdem, auf Portemonnaie kommt es ja auch an, 200 bis 300 € reinstecken, Minimum, ja. Nach oben hin sind ja natürlich keine Grenzen gesetzt, ja.
Aber wie gesagt, es sind auch super Autos, ja. Das kann halt keiner abstreiten. Sie sind teuer, sind aber auch super, ja. Wie gesagt, ich bin halt momentan ein bisschen enttäuscht, weil ja, dieser Terrier, der hat mir ja auch noch Probleme gemacht, wobei es ja nicht der Terrier ist, sondern eigentlich der Motor und das Freilauflager. Und naja, deswegen bin ich da ein bisschen, ein bisschen angepisst momentan auf Marke Ansmann, obwohl es Ansmann ja nicht, keine Schuld trifft, ja, muss ich ja eigentlich dazu sagen. Es ist ja eigentlich, ja, auch noch nicht mal der Motor, es sind eigentlich nur die Komponenten, wie zum Beispiel Freilauflager oder Glühkerzen oder sonstiges. Wobei ich sagen muss, hier ist mir ja heute auch schon gleich von Anfang an eine verreckt, ja. Aber über das Thema möchte ich auch gar nicht mehr reden, das kotzt mich einfach nur an, ja. Die Dinger taugen wirklich keinen Schuss Pulver, oder man muss wirklich einen glücklichen Daumen haben, um da wirklich eine Baureihe zu erwischen, die wirklich hält, ja. Okay, ich würde sagen, das war jetzt genug Gebabbel von mir, ja. Ich habe meine Versprechen eingelöst, ich habe euch meinen Rezo vorgeführt und ich habe euch auch meine Abstimmung von meinem Savage vorgeführt. So, ich würde sagen, damit habe ich meinen Soll erfüllt, ja. Wie gesagt, weitere Videos folgen. Kann natürlich jetzt noch nicht versprechen, wann, wie und mit was, ja. Ich muss nächste Woche sowieso auch wieder arbeiten. Ich werde die restlichen Tage meines Urlaubs, wenn Wetter ist, noch mal ein bisschen genießen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen haben sollte, ja, dann lasst mir einen Daumen da, ja, oder einen Kommentar. Ja, würde mich beides auf jeden Fall freuen, ja. Ich wünsche euch noch eine restliche schöne Woche, ja. Haltet die Ohren steif, bleibt locker drauf, ja, und haut rein. Euer RC Wollert. Macht's gut, ciao.